Hallo und herzlich willkommen bei der 281. Folge des Laufenden Decken Podcasts, eures Ausdauersport Trailrunning Spiel und Spaß Podcasts aus dem österreichischen Lande mit leicht bayerischen Einschlag durch unseren Quotendeutschen, den lieben Jordi. Grüß dich. Er verweigert die Aussage, weil er kein Bayer ist. Servus. Nein, ich musste erst mal Bier aufmachen. Dass ich jetzt in meinen laufenden Decken-Podcast Humpen eingießen werde, es ist ein Otterkringer. Prost. Das ist sehr würdig und recht, muss ich sagen. Würdig und recht ist auch, dass uns der Flo einmal aus den Untiefen des niederösterreichischen Hinterlands beehrt. Grüß dich. Sagt der aus dem niederösterreichischen Hinterland als ein Kenner des Hinterlands. Ich bin quasi on the shore auf Niederösterreich, dem Überschwemmungsgebiet der Donau. Ich habe heute ein Brauschneider Dark Mild. Ich bin sogar schon so podcast-bierig unterwegs, dass ich letztens in die, vergessen, wo das war, da waren irgendwo unterwegs und hat jetzt eben so unterschiedliche Biere gemacht. Ha, siehst, nimmst du aber mit, damit du den Podcast drüber reden kannst. So tief in mir sitzt der Podcast, dass ich sogar schon extra Bier einkaufen gehe dafür. Brav. Und was ich noch hinzufüge, was mich fast ein bisschen enttäuscht, weil ich ja die Folge gehört habe, die wir letzte Woche rausgebracht haben, über die Backyard ZLRDM, über die wir ja noch danach reden werden. Aber der Jordi hat irgendwas von Nürnberger Bier und so, dass alles so gut ist, gesprochen. Sauft aber selber Otterkringer. Also, wenn es so gut ist, Jordi, warum trinkst du es nicht? Weil es so schwierig aufzutreiben ist. Kann ich das sagen, warum er das tut? Der Jordi macht es nämlich aus dem gleichen Grund, warum wir, lieber Flo, und auch der Jordi in seinem Beruf und auch in unserer Freizeit auf Nachhaltigkeit setzen. Und er setzt halt auf regionale Dinge, die Nachhaltigkeit sind. So wie man das nämlich auch, und hier kommt, bevor wir zu den Themen kommen, ein kleines bisschen Werbung. Nämlich, wenn wir was kaputt machen, dann würden wir es gerne gefixt haben, oder lieber Flo? Ich schon, ja. Ich für meinen Teil sehr. Und der Jordi wahrscheinlich auch. Und was ist am billigsten und am besten, wenn es um die Nachhaltigkeit geht? Reparierte Dinge. Länger nutzen, reparieren. Richtig. Und hier kommt Breakandfix.at ins Spiel. Das ist nämlich eine Hardware-Wartung, die du dir schnell und unkompliziert zusammenklicken kannst. Ist nämlich herstellerunabhängig, geht weit über den Herstellersupport hinaus. Das heißt, es ist wirtschaftlich, nachhaltig, regional. Es ist völlig egal, ob das Switches, Server, Storage, USVs sind. Du klickst dir das zusammen, was du hast, wie lange du das schon im Einsatz hast, wie lange du das noch unter Einsatz bringen willst. Kriegst ein Angebot, sagst jetzt ja bitte und das war's. Und dabei ist es völlig egal, ob das ein namhafter Hersteller aus Amerika ist oder irgendwas aus Asien. Sie haben sie alle und so kannst du die Lebensdauer deiner Geräte einfach um einiges steigern und sie nämlich genau so lang nutzen, wie sie funktionieren und nicht wie der Lebenszyklus beim Hersteller ist und der Verkaufszyklus. Da würde ich sagen, das passt ganz gut, oder? Zu uns? Das passt so gut wie unser Bier. Richtig. Und deswegen, wer auch IT-Support länger nutzen will, als es die Herstellerverkaufszyklen machen und uns glauben machen wollen, www.breakandfix.at anschauen, durchklicken und einfach länger Dinge nutzen. Ende ich würde sagen, Werbung. Auf das trinken wir. Prost. Jo. Prost. Dann Prost. Kommen wir zu den Dingen, die bei uns passiert sind, die wir nicht nur nicht bewerben, sondern berichten möchten, würde ich sagen. Da gab es ja doch einiges. Ja, ich würde direkt wie immer, anfangen. Wenn man nur alle zwei Wochen eine News-Folge bringt, dann ist immer einiges, ne? Korrekt. Ich würde direkt starten mit einem Festival im Salzburger Land, dem Trailrunning Festival Salzburg, wo auch dieses Jahr wieder die Trailrunning Awards vergeben wurden
Und es freut mich unheimlich, dass es zum Beispiel der Andi Rieder geworden ist, den wir neulich in einer Folge hatten mit seinem doch sehr kontinuierlichen Aufstieg, einer wahnsinnig guten Saison und dann halt einem Top-10-Platz beim CCC. Und wer Top-10 bei einem UTMB-Final-Rennen läuft, der hat es sich doch wohl verdient, dass er nicht nur auf der Shortlist ist, sondern das Ganze auch dann gewinnt. Und ich muss sagen, wie auch in dem Interview dann rausgekommen ist, ein wahnsinnig sympathischer Kerl. Also es gibt dann auch wenigen Themen, das dann auch so vergunnt, dass ihre harte Arbeit sich dann auszahlt und quasi in eine Wort mündet. Und er hat wirklich durchgehend gute Leistungen gebracht. Und ich muss sagen, bei seinem ersten 100er einfach einmal Top 10 laufen, das tut bei dem Rennen Respekt. Ja, aber nicht bei irgendeinem Rennen, ja, sondern ja, halt beim CCC. Ja, beim bestbesetzten 100-Kilometer-Lauf, den du so findest. Und das bei deinem Debüt, richtig geil. Und bei den Damen auch neulich bei uns gewesen, ein paar Folgen vorher, die Tina Czerna, ebenfalls super Saison hinter sich gehabt, ebenfalls gekrönt mit einer wahnsinnig guten Platzierung auch beim CCC. Dort war es der Platz 23, glaube ich, oder so irgendwas um den Dreh. Aber auch das ist einfach echt eine wahnsinnige Leistung gewesen. Und sie hat halt auch bei einem Lavaredo eine Top-3-Platzierung hingelegt. Und sie hat jetzt dann nicht überall die Gewinnerstiefel angehabt. Aber die Rennen, die sie läuft, waren halt einfach super, super kompetitiv. Und da kann man einfach sagen, das sind internationale Knaller gewesen, auch wohlverdient. Ich glaube, man darf aber auch nicht unterschätzen, wie schwierig das dann ist, auf so eine neue Distanz sich dann auch so zu beweisen und wie der Jordi sagt, nicht nur ins Ziel zu kommen oder irgendwie durchzukommen, sondern auch noch kompetitiv zu sein, weil selbst unser Eins ist es ja wahnsinnig schwierig, da auch nur da irgendwie durchzukommen. Und wenn du dann aber auch noch höhere Ansprüche an dich hast als das, dann ist das, glaube ich, nicht hoch genug einzuschätzen, dass einer, der das schon ein paar Mal gemacht hat, schon länger her, aber trotzdem ein paar Mal gemacht hat, beeindruckt mich das immer wieder, wie man so kompetitiv, so schnell erfolgreich sein kann. Was bei uns nur an den Ansprüchen gelegen? Haben wir einfach nicht hoch genug Ansprüche an uns selber gehabt, Flo? Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube aber. Wollen wir es nochmal probieren? Ja. Okay. Ich nehme euch beim Wort. Ihr habt es alle gehört. Ja. Und wer den Flo und den Jordi irgendwo kompetitiv laufen sehen will, schickt sie einfach eine Einladung, die sie nicht ausschlagen können. Und gebt sie ein paar Monate Vorlaufzeit. Oder ein paar mehr. Aber. Nein, Jordi. Dann geht das. Ich weiß, es gibt nur einen Ort, der uns definitiv wieder zurückbringt und der uns nicht von seinem Bann losreißen lassen kann. Und das ist Burgersdorf. Also, exakt. So ich sag's schon, wir feiern unser glorreiches Ultra-Comeback irgendwann wieder in Burgersdorf. Jawohl. Den gibt's ja noch, den Trail, oder? Ja. Es ist ein Drama. Ja. Jordi, das ist unser Lauf. Das ist unser Lauf. Ja. Ich verzeihe euch, wenn es ein Quinz. Kannst du noch reden? Wer mich kompetitiv laufen sehen will, der muss im November, glaube ich, in die Prater Hauptallee kommen. Und beim CR-Lauf. Ich wusste jetzt, dass ich im CR-Lauf komme. Es sind nämlich ultra harte 4 Kilometer zu absolvieren. Und da bin ich am Start, auf jeden Fall, an der Linie und hoffentlich auch über dem Ziel. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit für dich, Florian, mal wieder Ziellinie zu sehen. Du musst nur eine Sie dazu überreden, mit dir zu laufen. Du kannst liebevoll meine Bock aufblasen. Was ich vorher noch sagen wollte, kannst du dich erinnern, wie wir dann einmal diesen 444er-Wanderweg gelaufen sind und kurz vor Burgersdorf gemeint haben, wie lustig wäre es jetzt, wenn wir uns jetzt verlaufen würden?
dann haben wir uns in Burgersdorf wirklich verlaufen. Ja. Ja. Erst die Woche habe ich den Podcast dazu mal wieder rausgekramt, ja. Aber auf, wegen was anderem. Das ist herrlich. Ihr zwei und Burgersdorf, das ist ein bisschen Stockholm-Syndrom, oder? Es ist für viele ist es nur ein Vorort von Wien. Es ist oder der Ort, an dem der Herbert Kickl wohnt. Für uns ist es einfach ein magischer Ort. Ja. Ach Gott. Wenn du dort 100 Meilen laufst, dann kann du im Leben so schnell nichts mehr umhauen. Das ist wohl wahr. Ja, wer einmal in den Schlund der Hölle geguckt hat, dem kann nichts mehr umhauen. So ist es. Ja, auf alle Fälle. Wir hatten dann auch noch Nachwuchs. Zurück nach Salzburg. Läufer am Start in Salzburg. Und da hat der Max Meusburger gewonnen und die Anna Plattner, die beide, glaube ich, noch eine steile Karriere vor sich haben wollen, werden, nicht nur wollen, sondern auch werden. Er ist am Trail echt gut schon länger unterwegs, obwohl er erst 18 ist. Ich glaube, er ist noch nicht einmal 19. Und die Anna Plattner kommt ja vom Radlfahren, ist aber, wenn sie durchkommt, auch normalerweise ganz oben zu finden, auch zum Beispiel bei der Golden Trail National Series. Ja, und dann war nämlich das Trailrunning Festival Salzburg grundsätzlich, das kann ich auch sehr empfehlen, weil... Moment mal. Moment. Ja, ich weiß, wohin du gab's willst. Gab's doch noch was. Ja. Spannungsbogen daher. Spannungsbogen. Sag's nicht weiter. Ach so. Ja. Es gab dann dieses Trailrunning Festival, wo sie also halt es ist auch gelaufen haben. Worden, ja. Richtig. Nightrun und dann gab's diesen Geisberg Trail und dann gibt's den Trail Amadeus und so Kombi-Wertungen und alles drum dran. Ist eigentlich ziemlich geil. Wäre auch für euch beide was eigentlich, muss man sagen, weil es sind 3 Tage hintereinander und keine Distanz ist länger, glaube ich, als 30 Kilometer. Und so 20, 30 Kilometer kann man ja schnell mehr aus dem Stand laufen. Der Jordi wird es uns dann berichten. Und ja. Wer mehr als das aus dem Stand laufen kann, der sollte nächste Woche reinhören, weil da haben wir dann ein schönes, launiges Sommergespräch über einen Wandertag von 2 besonderen Herren am Start, das wir dort vor Ort aufzeichnen durften, nämlich mit dem lieben Flo Grasl und dem Tom Wagner. Die haben nämlich was geschafft, was noch kein Österreicher, Fragezeichen, bitte um Korrektur, wenn es nicht stimmt, geschafft hat bis jetzt. Und das ist bei am UTMB-Final-Rennen aufs Stockerl laufen. Sie sind nämlich Best of the Rest, nämlich Zweiter worden, hinter den mittlerweile dreifachen Siegern aus Frankreich. Beim PTL ist gleich das längste Rennen in der ganzen UTMB-Finalserie. Die laufen am Montag weg, kommen am Freitag an. Sie waren knappe 100 Stunden unterwegs und sind Zweiter worden, unmarkiert. Mit einem, weiß ich nicht, wie fetten Rucksack, nur mit 2 Dropback-Stationen und haben einen Vortrag dort gehalten, das komplette Fachpublikum dort auch von den Socken geworfen hat. Und dann haben wir ein Gespräch darüber geführt, wie das Rennen sich überhaupt anfühlt und wärmstens zu empfehlen, jetzt schon notieren, nächste Woche 9 Uhr. Bidair Orbi Square, hast du, glaube ich. Ja. Das war das Wochenende in Salzburg. Ende des Jahres immer sehr zu empfehlen und durchaus kompetitiv. Es hat die Isabel Speer wieder mal gewonnen. Und wer da was sucht, direkt in der Stadt, in Österreich, dorthin, macht's das. Ist cool. Wer weiter weg will, dieses Jahr nach in die Schweiz, der kann sich in der Open-Kategorie bei der Golden Trail World Series im Finale melden. Oder er hat die Golden Trail National Series gewonnen und ist dort eingeladen, so wie der Manuel Innerhofer und der HB Innerhofer und die Silvia Schweiger und so weiter und die Marion Leiberich. Oder er ist sowieso schon in der Golden Trail World Series.
aber dann weiß er eh, wann und wo das stattfindet, weil dann wird ihm der Flug zahlt und die Unterkunft auch und dann wird er dort mitlaufen und dann wird er eigentlich schon ganz fit sein. Und das war dieses Wochenende. Jordi, tell us. Ja, genau, das vergangene Wochenende, das letzte Rennen und damit das Finale der Golden Trail World Series in Ascona Locarno, wie der Peter schon gesagt hat, in der Schweiz. Das Finale hat sich jetzt ein bisschen zu den normalen Rennen unterschieden, oder? Weil es gab ja 4 Rennen in der ganzen Geschichte. Ein Prolog und dann das Hauptrennen, jeweils Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, sind die gemeinsam gestartet oder waren das wirklich einzelne unterschiedliche? Unterschiedliche Rennen. Du hast zuerst Prolog Damen, dann Prolog Herren an 2 verschiedenen Tagen, dann am Samstag Hauptrennen Damen, Sonntag Hauptrennen Herren, Prolog 100 Punkte, Hauptrennen 300 Punkte, wird aufgeschlagen auf die Punkte, mit denen du schon zum den Finals gekommen bist, also den maximal 600, weil maximal 3 Rennen vorher ja zählen, nachdem sie ja neulich die Regeln geändert haben. Ja, genau. Und wie wollen wir es machen? Wollen wir die Ergebnisse vom Finale durchgehen, die Overall-Ergebnisse, alles der Reihe nach? Wie haben wir es? Was wollt ihr zuerst wissen? Ich frage es euch. Machen wir... Frauen? Von Prolog und Dings und Endrennen, so die ersten 2, 3, 4 vielleicht. Ja, also beim Prolog der Frauen hat gewonnen die Joyce Nyeru vor der Lauren Gregory, der Madalina Florea und der Sophia Lockley. Fünfte dann die Judith Wieder aus der Schweiz, die haben wir ja auch schon mal gehabt. Ja. Und im Finale hat das Rennen Jolene Chipengeno gewonnen vor der Lauren Gregory und der Joyce Nyeru, die dann auch overall die Golden Trail World Series gewonnen hat bei den Damen. Und zwar mit 964 Punkten von, ich glaube, 1000 möglichen, oder? Ja, genau. Sie hat nur das letzte Rennen nicht gewonnen. Genau. Weil da ist sie aufgrund von einer Verletzung. Genau. Also, sie hat während dem Rennen hat sie sich so den Enkel ein bisschen verknöchelt, verknackst und ist trotzdem noch Dritte geworden. Aber man hat es gemerkt beim Bergablaufen und es ist ja der letzte Downhill dort war ja wirklich brutal. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr könnt euch die Downhill-Videos anschauen, also ganz ehrlich, ich bin jetzt kein geschreckter Bergab, aber das, was die dort abgerissen haben auf dieser Skipiste, das ist nicht mehr feierlich. Also das war 2,30er-Schnitt, glaube ich, oder 3er-Schnitt im gestreckten Galopp bei 40 Grad Gefälle im Gatsch. So. Freier Fall mit ein bisschen Bodenkontakt der Füße zum Lenken. Ja, genau. Also nur zum Richtungswechsel machen. Ja. Aber sie hat, die Joyce Nyeru hat ja wirklich 6 Rennen gemacht das Jahr. Hat davon 4 gewonnen halt, mit dem Prolog dabei. Und ist beim Kobe Trail Dritte geworden und jetzt beim Finale noch auch Dritte. Aber die hat eine Konstanz an den Tag gelegt, wirklich hervorragend. Herausragend war die Judith Wieder. Genau, zweite in der Gesamtwertung mit wenigen Rennen. 3, also inklusive Finale 4 Rennen gemacht. Nur eins gewonnen, Marathon du Mont Blanc gewonnen. Dann noch 2 Rennen in Amerika gemacht. Und das Finale und im Finale eben auch gut
gut abgeschnitten, sowohl im Prolog als auch im Gesamtrennen und damit verdiente Zweite in der Overall-Wertung der Golden Trail World Series, würde ich sagen. Ne? Sie hat ja eigentlich mit der Marlene Osa um den dritten Platz gefightet. Ja. Weil bis zum letzten Rennen, also auch nach dem Prolog ist ja die Maddalena Florea noch Top 3 gelaufen. Ja. Und ja. War Zweite und eigentlich war so, okay, wenn die Maddalena Florea, ich glaube, 4 Plätze vor der Joyce Nyerere ins Ziel gekommen wäre beim Finale, dann hätte sie es noch als Erste abgefangen. Sie ist aber beim Finale bis ungefähr der Hälfte, ist auf Platz 3 gelaufen und sie ist dann als, ich glaube, 34. ins Ziel gekommen, irgendwie noch. Also sie hat es irgendwie noch beendet. Sie hat sie also körperlich nicht gut ist es nachher hinten raus geworden. Also die hat sie quasi wehtan. Und ist dann jetzt gesamt Vierte geworden. Deswegen ist die Judith Fieder Zweite geworden noch. Das ist sie noch ausgegangen, weil die Maddalena Florea halt keine Punkte gemacht hat. Und die Marlene Osa ist dann noch Dritte geworden. Statt Dritte und Vierte, sonst Zweite und Dritte geworden. Also tragisch für die Maddalena Florea und für die anderen halt. Sie haben nicht aufgegeben bis zum Schluss und das hat sie ausgezahlt. Ja, so ist es halt in so Rennserien, da ist es halt, wobei, ja, schwierig, ne? Wenn dann eine Schwäche sozusagen der das Stockerl kostet, wenn es sonst ja, gut du dabei war. Also die Gewichtung des Finales ist natürlich schon heavy eigentlich, oder? Ja, aber du im siehst halt auch, wie dicht das Feld aneinander ist. Dass du wirklich die ersten 5 oder 10 wirklich knapp an knapp sind und du wirklich dir keine Schwäche erlauben darfst. Darfst dir keine Schwäche erlauben, ja. Gut, dann haben wir die dritte Marlene Osa auch schon abgehakt, quasi. Ja. Und ja, gut. Haben wir das Stockerl komplett. Ja. Gibt's noch was aus deutsch-österreichischer Sicht, was man bei den Frauen vielleicht richtig anmerken kann? Die Silvia Schweiger aus Österreich, ja. Die hat auch ein sehr, sehr cooles Finale hingelegt. Also hat sie da wirklich mal, glaube ich, mal empfohlen, wie man so schön sagt, für künftige Golden Trail World Series Rennen. Weil sie ist 24. geworden beim Prolog und im Finale habe ich den Platz jetzt nicht. 16. 16. Eben, 16. Also das sind beides wirklich. Also, das ist ein super Ergebnis. Super Ergebnisse, ja. Ja, und bei den Herren? Bei den Herren? Ja, gut. Ja gut, da haben wir die Sieger schnell abgehakt, sowohl beim Prolog als auch beim Finalrennen, als auch beim Overall Golden Trail World Series. Der Marokkaner Eloisin Elazui hat sowohl den Prolog als auch das Finale als auch die Golden Trail World Series wieder mit Maximalpunktzahl von 1000 Punkten gewonnen. Und damit kann man sagen, der hat dieses Jahr diese Serie dominiert. Ja, es ist deswegen so spannend für mich, weil er hat zwar wirklich alles gewonnen am Schluss, Ansage. Aber es war immer arschknapp. Also, es war nie so, dass er einfach eine Viertelstunde gefahren war. Es waren Sachen dabei, wo er um 3 Sekunden gewonnen hat. Mit Zielsprint, wo sich Leute diskutiert haben, war es fair, war es unfair. Also es war immer mit dem Patrick Kipengeno und dem Philemon Kiriago war es immer knapp an knapp.
Na gut, da könnte man jetzt sagen, ein berühmter deutscher Fußballtorwart hat mal gesagt, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ein guter Tormann springt auch nicht weiter, als er muss. Vielleicht. Michael Jordan hat aber mal gesagt, ein Champion zeichnet so aus, auch wenn er nicht gut drauf ist, dass er trotzdem gewinnt. Und am Ende zählt, dass er 1000 Punkte hat. Nicht viel, viel davon, aber er hat nicht 1100 Punkte bekommen, weil er eine Viertelstunde vorher war. Er hat 1000 Punkte bekommen, weil er vorne war. Punkt. Ja. Ja, genau. Das wollte ich ja sagen damit. Also vielleicht hätte er eher eine Viertelstunde vorne sein können, wollte aber nicht. Wobei es bei denen noch spannender war, weil der Patrick Kipengeno ist ja Zweiter geworden mit 940 Punkten, weil der hat ja, die haben sich die Rennen, ja, die Rennsieger genau, ein bisschen aufgeteilt quasi. Also bei denen war es dann im Finale wirklich knapp. Also drehst du das Finale einfach von den Platzierungen um und der Patrick Kipengeno hat dann an dem Wochenende oder an dem Dings am besseren Tag und ist einfach ein, zwei Plätze vorm Elusin, hat sich das Gesamtergebnis dreht. Also das ist dort wirklich, ja, wirklich knapp, was da abgeht. Jetzt einfach von der Leistungsdichte. Und der Remy Bonnet, ich weiß gar nicht, ob der das Jahr, doch, der hat auch ein Rennen gewonnen. Wenn ich mich nicht täusche. Auch der hat mit knappe 900 Punkten als Dritter. Der hat keines gewonnen. Der hat keines gewonnen. Ah, nein, wir haben keines gewonnen. Ja, ich glaube, wir haben nur diskutiert, dass er bei Insegama, da war es doch so, dass er und der Kilian und dann, ich glaube, da haben wir irgendwie über ihn diskutiert, ob er das eventuell gewinnt. Aber er hat 0 Punkte stehen bei Insegama. Ja. Aber das zeigt einfach, wie kompetitiv die Golden World Trail Series bei den Männern einfach war. Also da hast du keinen Fehler erlauben dürfen. Da war die Margin of Error war einfach hauchdünn. Ja. Hauchdünn. Also da muss ich echt sagen, wenn du da oben mitlaufst, dann bist du auf dieser Distanz, ich meine, es ist halt die 20 bis 40 Kilometer Distanz, ja, aber dann bist du halt wirklich in der quasi Formel 1 angekommen vom Trailrunning. Top of the Pops. Und hier, hört, im Prolog aus Österreich Top 10, nicht Top 10 aus Österreich oder Dachregion, nein, Top 10 overall, Manuel Innerhofer. Eine Sekunde hinterm Philemon Kyriago. Eine Sekunde und nur, was war das? 2 Minuten hinter den schnellsten im Prolog. Ja. Ist dann leider beim zweiten Teil ausgestiegen, weil er eine Fußverletzung gehabt hat vorher und der ist dann wieder aufgeflammt und der hat müssen bei der Hüfte raus. Was ich lustig fand, das habe ich auch gesehen. Ich habe heute durch mein News-Ding gescrollt, weil ich heimgefahren bin. Und da habe ich aber irgendwo gesehen, die Liste, und da war er unter Italien geführt. Silvia Schweiger auch. Und haben wir gedacht, warum läuft er für Italien? Das mit diesen Flaggen und die Zugehörigkeiten, da der Madalena Florea, bei der Dina Cerna, sind sie sich nie sicher, welche Flagge das hinpappen. Bei Österreichern wissen sie auch nicht, ob man Österreich, Italien, Schweiz, wurscht, irgendwas da mitten in Europa, das wird schon passen. Old Österreich quasi, random. Das war in der Monarchie leichter, du hast gesagt, Europa, ja, das wird halt dann Österreich sein, passt. Aber da machen sie die Läufer selber auch teilweise lustig. Ja. Ist man aufgehört, mich gewundert, aber nichtsdestotrotz, Chapeau vor dem 10. Platz, also der ist richtig, richtig stark. Richtig stark. Und was man auch sagen muss, ist, dass das die Golden Trail National Series Teams, da gibt es eine Teamwertung auch, welche National Series die besseren sind, da ist die Dachregion Dritter geworden. Oder, nein, Vierter geworden. Gesamt. Und das ist auch echt cool, muss ich sagen. Ich habe nochmal den Hut bitte dafür. Ja, Hut heben jetzt, dass die Golden Trail National Series aus der Dachregion, wer sich einmal beweisen will, wie schnell dass er gegen die Besten ist, ist das echt ein guter Anlaufpunkt. Jordi, hast du noch was dazu?
Ich glaube, ich bin fertig mit der Golden Trail World Series. Ich komme wieder zurück zur Golden Trail World Series, wenn die mal in Burgersdorf gastiert. Schwierig. Ja. Ich sage jetzt schon, das wird schwierig. aber die ganz langsame, das Gegenteil der Golden Trail World Series ist gerade im Gange. Ja. Wir hatten in der letzten Woche Teilnehmer des Events der Woche bei uns. Und ich sage der Woche, weil dieses Event dauert ein bisschen länger. Und zwar, es ist die Backyard Ultra Satellite WM, die am 19.10., das ist jetzt da, wenn es am Freitag, wenn es rauskommt, jetzt hört, der letzte Samstag war. Und wir nehmen jetzt da am Montag auf und wir nehmen auf in der Stunde 50 ungefähr dieser ganzen Geschichte. Und es sind noch Nationen unterwegs, das heißt 15 pro Nation starten bei dieser Backyard Ultra WM. Jede Stunde eine Runde, 6,7 Kilometer. Du hast eine Stunde Zeit, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du schneller bist, hast du da ein bisschen Pause. So. Nach 48 Stunden hatte das Team von Belgien 15 von 15 noch im Rennen. Österreich hatte zum selben Zeitpunkt kein mehr. Also wir waren schon fertig mit der ganzen Schose. Deutschland ist nach 49 Runden fertig gewesen mit alle. Was echt gut ist. Und der Hendrik Buri, der bei uns war letzte Woche, hat das Ganze gewonnen. Ja. Top. Der Clemens Huema, 36 Runden, top. Aber Belgien hatte zum selben Zeitpunkt alle noch am Start stehenden im Rennen. Absurd. Völlig absurd. Ich glaube, ja, das und ist jetzt in Rennstunde 54 sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sind immer noch 10 Belgier unterwegs. Aber mittlerweile das schon ist 11 Amerikaner, die sind früher weniger geworden, sind jetzt aber mehr. Gleich wie Australien. Ich glaube, 10, dass dieses Rennen bis Mittwoch geht und ich sage jetzt schon an dieser Stelle, wird der liebe Flo nochmal im Schneidepult reinschneiden und uns das Ergebnis verkünden. So, jetzt habt ihr das Ergebnis vom Flo gehört. Gratulation an dieser Stelle an den Sieger und die Siegernation. Tippitoppi. Das ist ein Rennen, das kann wirklich jeder, der 6,7 Kilometer laufen kann, in einer Stunde mitmachen. Verrückt. Und wenn ihr nichts gehört habt, dann hat der Flo vergessen, wie er das vielleicht öfters tut. Und dann werden wir das auf Social Media nachreichen. Ich sage das nur sicherheitshalber dazu. Man kann ja nicht wissen, was der Flo im Schneiderpult vergisst oder nichts vergisst. Aber was ich interessant fand, dass derzeit noch 17 Länder quasi im Laufen sind. 95 Läufer insgesamt. Und 160.000 Kilometer ungefähr schon absolviert worden sind, summa summarum. Also es ist, nebst dem, dass das vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Ohr klingt, dass Deutschland schon nach 49, wir nach 36 Stunden, was aussieht, aber es ist trotzdem irre, wie viel Kilometer da zusammenkommen und die Leistung von jedem, der da mitmacht und der da irgendwie länger durchhält, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Mhm. Also ja. Das ist, aber es ist ein Format für alle, die sagen, sie wollen einmal wissen, wie lange sie laufen können, ohne großen Stress. Probiert das aus. Das ist nicht hochkompetitiv im Geschwindigkeitssinn, sondern nur in der Ausdauer. Im Geschwindigkeitssinn gibt es schon hochkompetitive Geschichten, oder Jordi? Ja, in Amerika zum Beispiel, in Chicago. Da ist jetzt nämlich amtlich der schnellste Marathonkurs der Welt. Okay. Oder? Weil der Herrenweltrekord ist in Chicago aufgestellt worden. Nein, das ist zwar nicht Berlin. Und nein. Okay. Du bist Kelvin Kipchoge so in Chicago so, sein. Ich nehme alles zurück. Du bist so 2020. Und ja. Ja, genau.
Und das war letztes Jahr und leider ist er dann 4 Monate später beim Autounfall tödlich verunglückt. Aber seine Landsfrau Ruth Chepngetich hat jetzt den Damenweltrekord ebenfalls in Chicago in neue Sphären gehoben, möchte ich fast sagen. Denn sie ist mit 2 Stunden, 9 Minuten und 56 Sekunden die erste Frau, die unter 2 Stunden und 10 Minuten gelaufen ist. Und das ist schon, boah, das heißt, der Frauenweltrekord ist jetzt schneller als der österreichische Landesrekord bei den Männern, oder? Ja, aber das liegt nur daran, dass der Peter Herzog noch nie in Chicago gelaufen ist. Ich glaube, das liegt nur daran. Aha. Mhm. Gut, dann müssen wir vielleicht mal Crowdfunding einrichten und schauen, dass wir den Peter Herzog irgendwie nach Chicago bringen. Nein. Das liegt daran, dass der Peter Herzog und noch keiner in Burgersdorf gelaufen ist. Weil, wenn ein Marathon in Burgersdorf laufen würde, dann würde man auch den Männerrekord in einem offiziellen Marathon und locker unter 2 Stunden bringen. Dass der 2-Stunden-Rekord damals in Wien abgehalten wurde, in Burgersdorf, war sicher nur die Mafia, weil die Burgersdorf nicht so auf die Karte bringen wollte. Und das war eine geschobene Partie. Die Mafia hat also Chicago bevorzugt. Really? Ja, die ganze Mafia kommt ja aus Chicago. Der El Capone, der war doch auch Chicago. Ich meine, zählt 1 und 1 zusammen. Du musst dich mal ein bisschen informieren. Gut, Burgersdorf haben es noch in El Kikel. Genau. Und nicht in El Capone. Sieh die Fakten, Peter. Ja. Okay. Die starren, okay. Du musst halt einfach mal selber recherchieren. Ja. Okay, ich verziehe mir jetzt gleich in meine YouTube Academy. Und hol mir meine Bilder auf Twitter. Ja, sehr gut. Also schickt mir einfach eure besten Telegram-Kanäle dann zur Weiterbildung. Während unsere Zuhörer die Weiterbildung organisieren, du warst ja am Wochenende trotzdem nicht ganz untätig. Moment, bevor wir dazu kommen. Wir sind noch gar nicht fertig. Ja. Wir sind noch gar nicht fertig mit dem Frauenweltrekord. Weil wenn man sich das Rennen ein bisschen angeschaut hat, dann war das, hervorstechend, dass die Ruth losgerannt ist, als wäre der Leibhaftige hinter ihr her. Ja, also es waren teilweise, die ersten Kilometer haben Richtung 2 Stunden, 8 Minuten irgendwas gedeutet. Und sie ist in dem Rennen, hat sie ihre eigene 5-Kilometer-Bestzeit, ihre eigene 10-Kilometer-Bestzeit und ich glaube auch ihre eigene Halbmarathon-Bestzeit aufgestellt. Also hat sie wahrscheinlich gedacht, jo, jetzt bin ich schon dabei, das nehme ich alles gleich mit. Ja, und da brauche ich nicht so oft laufen. Genau. Ist dann ein bisschen entgegen der vorherrschenden Lehrmeinung, dass man Marathon möglichst gleichmäßig läuft und am besten hinten raus sogar noch ein bisschen schneller. Sie ist halt vorne raus ein bisschen schneller gelaufen, hat dann so ab der Hälfte ein bisschen einen Einbruch gehabt und konnte aber dann hinten raus dann doch nochmal ein bisschen zulegen. Was auch, sagen wir, bemerkenswert ist, dass ihre Marathon-Bestzeit vorher 2 Stunden, 14 Minuten, glaube ich, und ein paar. Genau, es war 14:18, auch in Chicago. Also das 2:22. Ja, auch in Chicago, wo sie ja schon zuvor zweimal gewonnen hat. Also ich glaube, da kann man sagen, ihr liegt die Strecken, würde ich sagen. Ja. Dass sie allerdings innerhalb von 2 Jahren oder so ihre Bestzeit um 5 Minuten verbessert, das ist schon, oder knapp 5 Minuten. Bemerkenswert. Ja, gut, das ist bemerkenswert. Das ruft natürlich die Kritiker auf den Plan. Man muss solche Verbesserungen. Man muss aber auch sagen, sie hat 2019, also sie hat Chicago gewonnen, 21, 22, 24, ist zweite geworden, 23, aber sie hat schon 2019 in Doha die WM gewonnen. Also die ist jetzt nicht von null auf irgendwo hin gesprungen,
was halt schon überraschend ist, ist halt wirklich, dass die Marathonzeit auf einmal so explodiert. Aber nachdem wir aus Österreich sind, gilt bei uns uneingeschränkt und immer mal die Unschuldsvermutung. Fertig. Das ist gelernt. Das ist wie ein Titel ist ein Titel, die Unschuldsvermutung ist die Unschuldsvermutung. Fertig. Und solange das nicht. Weil in Österreich sind alle unschuldig. Richtig. Standardmäßig. Ja. Weil auch, wenn wir vorher die Golden Trail World Series gehabt haben, auch dort hat man im Chat mitgelesen, dass Leute gesagt haben, ja, hier, Kenia, da haben sie jetzt so viele Leute positiv getestet. Okay, fair. Aber dann, wenn ich das weiß, dann muss ich halt einfach an der Stelle sagen, dann muss ich halt genauer hinschauen. Wenn ich wirklich glaube, da ist was, wir haben das bei unseren zwei Folgen mit der NADA gehabt, wo ich gesagt habe, okay, dann muss aber auch World Athletics sagen, Kinder, wenn da irgendwie das komisch riecht, dann müssen wir dort einfach mehr Geld reinschmeißen, dass das dort gescheit überprüft wird und auch im Training. Wenn die sagen, das wird gescheit überprüft, dann wird es wohl passen. Fertig. Solange bis das Gegenteil bewiesen ist. Das ist beim Radlfahren das Gleiche gewesen. Alle war okay, solange das Gegenteil nicht bewiesen worden ist. Das ist nur dann schwierig, wenn es halt, wie heißt das, state-driven Geschichte ist. Oder sie, chinesische Schwimmer oder Russland oder DDR, wo man einfach sagt, okay, wenn das der Staat deckt, na gut, dann kannst du halt nichts machen. Ja, aber ist bei denen dann auch irgendwann rauskommen, sonst würde man die jetzt nicht als Beispiel nennen. Ja, aber ich würd ja nein, es kommt irgendwann raus, aber es hat halt lang, es funktioniert halt relativ lang dann, wenn der Staat dahinter steht. Ja, aber ich würde dem jetzt auch gar nicht grundsätzlich viel Raum geben. Ich meine, erstmal hat sie es geschafft und grundsätzlich, vielleicht ist ja auch einfach irgendwie der Knopf aufgegangen und es gibt ja durchaus auch Beispiele, wo einfach eine Leistungssteigerung da ist und mich stört das auch immer grundsätzlich, dass dann gleich immer mit der Dopingkeule geschwungen wird, auch wenn es natürlich manchmal stimmt, manchmal nicht stimmt, aber ich finde, das nimmt manchmal den Sport dann auch immer so ein bisschen in Zauber, wenn man da gleich sich auch immer wieder erklären muss. Ich genießen wir erst einmal, dass das Unglaubliche geschaffen wurde und hoffen, dass wir das nie wieder berichtigen müssen. Erstens das und zweitens. Ja. Und drüber aufregen können wir uns später immer noch. Wir sind Österreicher / Wiener, also das ist liegt in der Natur, dass wir uns dann irgendwann drüber aufregen. Außerdem muss man bei dem Weltrekord der Damen halt schon auch dazu sagen, er ist stetig nach unten gegangen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er wieder verbessert wird. Wie jeder Weltrekord eine Frage der Zeit ist. Auf alle Fälle. Danke. Oder der Weite, ja. Man muss halt auch sagen, dass jetzt immer noch, obwohl wir mit Schuhwerk und dem ganzen Spaß und den ganzen Spassetteln materialmäßig einen Sprung gemacht haben nach vorne, dass Paula Radcliffe 2003 mit einer 2.15 und 2017 gerade mit der 2.15 immer noch, glaube ich, einer der 10 schnellsten Zeiten auf Marathon gelaufen ist, vor dieser ganzen Geschichte. Und bei ihr sagt auch jeder bis heute, die war immer sauber, fertig. Die hat einfach einen brutalen Lauf hingelegt. Ende der Durchsage. Und sie war eine der ersten, die Kompressionsstrümpfe getragen hat. Damals noch nicht in so Fashionfarben, sondern mehr so das Krankenhausmodell, aber die ist immer in Kompressionsstrümpfe gelaufen und ja. Ja, also auch da schon ein bisschen Tech eingesetzt. Ja, genau. Naja, also was da, also ich glaube nicht nur, dass die Schuhe und solche Sachen sind, aber was in den letzten 20 Jahren weitergegangen ist, auch in der Nutrition-Geschichte. Also wie viel Kohlenhydrate pro Stunde sie jetzt da reinknallen können oder dass sie auch wirklich was zu sich nehmen und das richtig abgestimmt ist und so weiter und so fort.
und auch, dass der Herren, also dass so viele Herren jetzt da unter 2:10 laufen können, dass du wirklich einen sehr konstanten, guten Pacer hast, auch all das, glaube ich, hilft einfach, dass man da jetzt da in eine Richtung kommt, wo man sagt, puh, das wird jetzt da halt richtig, richtig schnell. Und ich glaube, das mit den Männern ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, weil wir haben es ja schon mehrmals diskutiert. Bei den Frauen gibt es ja grundsätzlich dann auch zwei Weltrekorde. Es gibt ja den quasi in einem Women-Only-Rennen und es gibt den quasi, wo auch Männer mitlaufen dürfen, weil, und du hast es ja selbst gesagt, die Paula Radcliffe damals, die war der 10-schnellste Marathon. Da hat es nicht so viele gegeben, die jetzt auf dem Niveau mithalten können. Mittlerweile ist, überlegt euch, wie sehr der Männerrekord mittlerweile, der offizielle, nehmen wir jetzt mal nur die offiziellen, wie sehr der schon mittlerweile gedrückt ist. Und da ist 2:10, siehst du ja eh, das ist gerade mal, unter Anführungszeichen, nur ein österreichischer Landesrekord. Und da können einfach schon so viele laufen, dass das ein Riesen, wir wissen das selber, es macht einen Riesenunterschied, wenn wer konstant von dir das ganze Rennen das Tempo macht. Das spart auf dem Niveau einfach auch entscheidende Prozent, die dir dann unter 2:10 laufen versus vielleicht eine Minute oder zwei schnell langsamer. Und vielleicht hat es auch jetzt 2 Jahre wirklich super trainieren können, riesen Trainingsumfänge machen können. Das sind einfach, hat einen geilen Tag gehabt, da kann so viel zusammenkommen, dass selbst auf dem Niveau noch ein Riesensprung möglich ist. Und wenn man sich anschaut, 2011 war der Männer, oder 2013 war der Männerweltrekord noch bei 2:03:23 von Wilson Kipsang. Das ist ungefähr die Zeit, wo die Paula Radcliffe gelaufen ist. Das ist ein bisschen später gewesen. Und der ist jetzt bei 2:0. Das sind 3 Minuten. Und das sind tut es halt 5 Minuten. Also der Gap in der Weiterentwicklung ist jetzt gar nicht mal so hoch zwischen Männern und Frauen. Bei den Männern bist du halt einfach schon ein Stückerl näher an dem, was du sagst. Es wird halt einfach nicht mehr viel möglich sein. Also 1,45 werden wir heute halt nicht sägen in den nächsten paar Jahren. Sagst du. Sag ich jetzt. Aber nehmt mich beim Wort. Weil natürlich auch so fair muss man sein, weil die Dichte auch natürlich ganz eine andere ist. Also das ist, macht genau. Schon auch den Unterschied. Ich glaube, der ist schon, wie du sagst, mehr am Maximum, als das jetzt vielleicht bei den Frauen möglich ist. Genau. Ja, so, jetzt haben wir aber Marathon durch, würde ich sagen. Ja, du warst irgendwo am Wochenende. Ja. Richtig. Ich war bei einem der einsteigerfreundlichsten Trailrun-Geschichten in Ostösterreich, würde ich mal behaupten. Also wirklich in Wien. Nämlich nicht, du musst aus Wien irgendwie rausfahren, sondern es ist in Wien. Die Wiener Linien verstärken die Busfrequenz an dem Tag dort rauf, nämlich am Kobenzl rauf. Und der Kobenzl ist einer der Haushügel von Wien. Und dort startet der Wiener Trail Run in 3 Flavors von 7 Kilometer bis 25 Kilometer. Die 7 Kilometer haben, ich glaube, 300 Höhenmeter, wenn ich mich nicht täusche. Und die 25 Kilometer haben schon 1000 Höhenmeter. Also da geht's schon hinten runter Richtung Klosterneuburg, anderes Bundesland und wieder retour. Und es geht auch auf den höchsten Punkt Wiens rauf, wenn ich mich nicht täusche. Der Flo wird mir jetzt da gleich berichtigen. Ich sage nämlich, es ist der Hermannskogel und der Flo sagt drauf. Ich könnte es recht haben. Ich dachte, es ist der Heuberg, aber gut. Natürlich hat er recht. Jedenfalls, es geht am Hermannskogel rauf und die Strecke ist sehr einsteigerfreundlich. Du brauchst extrem wenig mit und es ist einfach eine coole Oktobergeschichte, auch die jeder bewältigen kann, der auch normalerweise im Brodern nicht nur auf der Hauptallee unterwegs ist, sondern vielleicht ein bisschen im Gebüsch. Du hast übrigens recht, Peter. Der Hermannskogel ist mit 544 Meter der höchste Punkt des Gemeindegebiets von Wien und er liegt, wie sicher jeder weiß, in Döbling im 19. Wiener Gemeindebezirk. Richtig. Und das habe ich mir angeschaut, gegeben, ein bisschen mitverfolgt, bekannte und neue Gesichter kennengelernt, mich sehr gefreut, dass der eine oder andere mich gegrüßt hat und gesagt hat, dass er uns hört, was ich sehr toll finde. Also falls das irgendjemand kundtun will, wir beißen nicht. Also wenn es uns irgendwo seht und uns irgendwie begrüßen wollt und oder
huldigen oder beschimpfen, was auch immer euch an Emotionen unterkommt, go for it. Man erkennt uns normalerweise relativ gut an irgendeinem Kapperl, Humpen, T-Shirt oder so, wo Podcast draufsteht. Ich finde, der Peter sollte nur für sich sprechen. Ich beiß schon. Also mich bitte, ja. nur ansprechen, wenn ich gerade einen Beißkorb oben habe. Aber wisst ihr, so ist es mit diesen kleinen Wadelbeißer. Du mich auch. Ja, auf alle Fälle. War echt cool. Bevor er beißt, halt ihm einfach schon Bier hin oder so. Hier, Flo, Bierli. Komm, bitte drauf. Oder wie jeden guten Veganer, halt einfach Karotten hin, die wir da schon essen. Genau. Gras und Steine. Ja, genau. Auf alle Fälle. Richtig schnelle Zeiten waren unterwegs. Also da sind Leute losgestürmt in einem Sub-4er-Schnitt. Also die Siegerzeiten bei den Männern auf die 7 Kilometer war so um die 30 Minuten. Ein bisschen drüber, ich glaube 32. Was zügig ist, muss ich sagen, mit ein paar Höhenmeter. Bei den Frauen überhaupt nicht geschreckt. Also die Siegerin auf der mittleren Strecke, glaube ich, ist Gesamtvierte gewesen. Also echt flott. Man kann es aber auch ganz entspannt laufen. Man hat genug Zeit hinten raus. Es gibt Umkleidekabinen und alles. Also schaut euch das an. Macht wahrscheinlich bald wieder auf. Gleich wie das Trailrunning Festival Salzburg. Das sind einfach so Sachen, du musst nicht irgendwo ins Outback und irgendwelches ein ganzes Wochenende planen oder sonst irgendwas. Nein, das ist irgendwo gleich direkt in der Stadt hinfahren, mitlaufen, Spaß haben, fertig. Lokal und nachhaltig, wie schon am Eingang der Folge erwähnt. Richtig. Das genaue Gegenteil von lokal und nachhaltig ist, wenn man quer durch die Welt chattet und bei der Diagonale de Fou mitläuft. Weil die ist zwar jetzt für Franzosen, und wir wissen alle, es ist falsch, Franzose zu sein, das hat schon El Bandi gesagt. Exakt. Amen. ist die Diagonale de Fou quasi eine französische Kolonie, also nicht die Diagonale de Fou, nicht, aber dort, wo sie halt stattfindet, auf La Réunion. Und ist demnach ist auch das Starterfeld sehr stark französisch dominiert. Und gewonnen hat dieses Jahr, weil letztes Jahr hat der gute Alte, und ich weiß, ich spreche ihn komplett richtig aus, Franzois Tahin gewonnen. Dieses Jahr hat gewonnen der Mathieu Blochard, der letztes Jahr Zweiter war es bei UTMB. Ja, letzter Mal, wo er gegen Kilian, wo der Kilian die Sub-20 gelaufen ist. Ja, und er auch, aber heute halt ein bisschen langsamer. Und der hat dieses Jahr gewonnen in Sub-24, was bei dieser Strecke auch herausragend ist, weil das ist ein 100 Meiler quer über die Insel, aber du darfst zum Beispiel keine Stöcke verwenden, was sehr, sehr unüblich ist für 100 Meiler, weil das Ganze in einem Naturschutzgebiet stattfindet und du darfst dort keine Stöcke benutzen. Ja. Ich glaube, der bekennende Franzose würde sagen, dass Diagonal auch irgendwie heißt, dass es quasi quer über die Insel ist. Diagonal de Fou heißt, glaube ich, quasi so irgendwie wie quer über die Insel. Und er hat sogar, also weil du gesagt hast, unter 24, sogar deutlich unter 24 Stunden, nämlich in 21 Stunden 25 ist er das gelaufen. Also wenn man es genau ist, eigentlich quasi schon von der Zeit her UTMB-Zeit, also der hätte den UTMB auch schon in manchen Jahren gewinnen können, und man sagt dem Diagonal de Fou doch nach, dass er um einiges technischer ist als der UTMB. Also finde ich, kann man das nicht hoch genug werten, was er da geleistet hat. Ja. Jolly, du darfst dir deinen Hut ziehen. Ziehe er die Hüte. Für alle, die es jetzt zu hören, ihr könnt es auch auf YouTube sehen, dann könnt ihr sehen, wie der Jordi jedes Mal seinen Hut zieht und könnt ihn dabei bewundern. Wir werden irgendwann einmal so ein GIF machen. Jordi beim Hut ziehen. Ja, genau. Soweit zu den News, die so rund um die Welt passiert sind. Wir haben aber noch zwei andere Sachen am Tablett, oder?
Ja, du darfst uns was berichten. Richtig, ich darf berichten von einem Hoka-Schuh, und zwar dem Hoka Mach 6. Das ist jetzt dafür Trailläufer vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil der Mach 6 ist nämlich ein Straßenlaufschuh. Und er ist ein Daily Trainer, würde ich jetzt einmal sagen. Er ist, das sage ich gleich vorneweg, ja, du kannst mit ihm sicher auch irgendwo ins Gemüse laufen, aber Obacht, er ist von der Sohle her, ja, er ist wirklich so straßenschuhig. Er hat jetzt nicht diese Teflon-Sohle, die du kennst von den Carbon-Schlapfen, aber er hat doch nur eine leichte Rillengeschichte unten drauf. Also auf einem Trail, wo es ein bisschen slippery ist, da die jetzt damit nicht abbiegen. Wenn's jetzt einmal einen Feldweg hast, okay, ist kein Problem, aber bergauf, bergab mit ein bisschen Wurzeln und so, das ist nicht sein Terrain. Relativ für einen Straßenlaufschuh gar nicht einmal so leicht, aber auch nicht wahnsinnig schwer, 230 Gramm, aber deswegen so Daily Trainer Geschichte. 5%, 5 mm Drop, 32 vorn, 37 hinten. Ist robuster Allrounder, würde ich sagen. Ist ein bisschen schmal, also wer drauf steht, dass er so einen super breiten, so eine breite Toebox-Geschichte hat, so Flo zum Beispiel. Deiner ist es nicht. Ich, der es ein bisschen enger fahren mag, meiner ist es eher. Also wenn du so ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen ein besser eingefasstes Gefühl vorne am Vorderfuß haben willst, dann ist der Schuh sicher nicht schlecht. Er ist auch gut für Leute, die eher hinten auftreten und nicht nur Vorfuß laufen. Ist nicht teuer, vergleichsweise. Also es ist kein 300 Euro Schlapfen. Also du findest dem sicher straßenpreismäßig so um die 140 Euro oder so irgendwas. Also das ist nicht so wahnsinnig teuer. Und er ist gut ausbalanciert. Das ist er ist halt, ja, für lassen einfach so jeden zweiten Tag mitlaufen. Dafür ist er gut da. Basisläufe, Kilometer sammeln, ohne, er würde jetzt dann nicht in ein Rennen zwingen, aber er würde auch nicht irgendwie so super cozy dahin pumpteln lassen. Also er ist so wirklich so ein schön gemütlicher jeden Tag Laufschuh, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich nur eine Frage, Peter. Jetzt kaufe ich mal, also habe ich alles verstanden. Der Schuh ist mit 140 Euro wirklich günstig, weil wir wissen, was dieser Tage die Schuhe kostet. Warum kaufe ich mir den 140 Euro Schuh und lasse ihn nur neben mir herlaufen? Da muss ich mir erst recht wieder Schlappen kaufen, die ich anziehen kann. Warum kann ich nicht mit ihnen laufen? Das liegt wahrscheinlich daran, dass, wenn der Schuh nur neben dir herläuft, du die Dämpfung nicht so kaputt machst. Das heißt, er läuft viel länger, wie wenn du drinnen herumhampelst. Da würde ich mir also länger was von meinen 140 Euro. Wenn man die Schuhe neben sich mitlaufen lässt, macht man dabei die Dämpfung nicht hin. vom Obermaterial muss man schauen, ob man das mag. Das ist so ein Mesh, relativ leicht. Ob es lang hält, kommt drauf an, wie sehr man schlapft, würde ich mal sagen. Aber es ist ja ein, ich würde mal sagen, ein unauffälliger Schuh für Menschen, die nicht wahnsinnig breite Füße haben und die jetzt dann nicht eine Nullersprengung brauchen und kein 10 mm. So gutes Mittelding. Everyday use.
Wer die Reviews in diesem Podcast verfolgt, weiß, dass der Schuh ist unauffällig ein sehr oft sehr positiv benutztes Qualitätsmerkmal ist. Auf jeden Fall, ja. ein Schuh, an den ich nicht denke, während ich laufe, ist ein guter Schuh. Das war jetzt gar nicht so sarkastisch gemeint, aber ich bin einer, der das selbst oft sagt, weil ich genau dasselbe finde. Wenn ich groß an den denken muss, dann behindert er mich irgendwie. Ich finde, ein Schuh ist da, um, dass ich vorwärts komme, dass ich sicher vorwärts komme, dass ich nicht über nachdenken muss. Und wenn er das tut, dann ist er schon 90% dort, wo ich ihn brauche. Er hat nur keinen, das muss man halt dazu sagen, er hat keinen Special Purpose im Sinne von Rennschuh oder Bahnschuh oder sonst irgendwas. Nein, es ist ein Daily Trainer, aber genau dafür ist er auch da, glaube ich. Ja. Super. Special Purpose, würde ich mal sagen. Hast du was angehabt? Ja, mitunter? Wir. Ich hole jetzt kurz nur ein bisschen aus. Ja. Ja. Hoffentlich. Für deine Mitmenschen. Wir hatten ja auch schon vor einiger Zeit quasi die Hose von T8 testen dürfen, die uns unsere Freunde von sporthunger.de liebevoll zur Verfügung gestellt haben. Und von denen wir, ich kann auch sicher für dich sprechen, Peter, sehr begeistert waren. Und die haben jetzt ein Update erfahren und da durften wir das neue Modell oder die neuen Modelle, muss man eigentlich sagen, mittesten, weil das T8 Setup hat auch schon damals bestanden aus so einer Unterflak, Moment, despektierliches Dahingesabbel, mein Herr, despektierliches Dahingesabbel, das sind die one and only Trail Dessous. Also, wenn's ihr irgendwelche Probleme mit Scheuern oder Schweiß in der Unterhosen oder sonst irgendwas. Also wenn ihr die bisherigen Unterpfeifen, die so anhabt, nicht hundertprozentig geil findet, kauft das. Also T8 Kommandos Unterwäsche. Die Kommando-Unterhosen, die pfeifen euch den Marsch. Ich kenne niemanden, und zwar niemanden, der nicht nachher gesagt hat, dass das die besten Unterhosen waren zum Traillaufen, die sie jemals angehabt haben. Ja, also für alle, die das damals nicht gehört haben, ist das ein ganz dünnes, feines Material und das besteht aus einmal dieser Unterhosen und einmal drüber quasi der Trail Short. Ich weiß nicht, wie der genau heißt, aber dieser eigentlichen Hose quasi. Und also bei der Unterhose angefangen, die war vorher schon geil und ist noch immer geil. Also, und ich bin auch geil darin. Also an der, finde ich, hat sich für mein Empfinden nicht viel geändert. Ich habe auch noch immer das alte Modell in Verwendung und die funktioniert noch genauso gut wie davor. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen großartigen Unterschied festgestellt. Drüber hast du quasi die Hose und die hat sich auch davor schon dann ausgezeichnet, dass du relativ viel Verstaumöglichkeiten hattest. Und da ist jetzt quasi auch das wirklich spürbare Update, weil da ist es quasi Staumöglichkeiten oder Verstauungsmöglichkeiten dazugekommen. Du kannst jetzt deine Stöcke hinten, so wie das von Kompressgürten oder so, die man früher hatten, möglich ist. Das heißt, du kannst das hinten über deinem Hintern quasi, oder je nachdem, wo du es sagst, kannst du die Stöcke quasi befestigen. Und ich fand auch, was quasi spürbar war, dass dieser Gürtelbereich da, wo du die Sachen verstauen kannst, das ist, glaube ich, auch größer geworden, weil du es, glaube ich, gesagt hast, man kann jetzt auch eine größere Flask damit transportieren, Peter. Ja, aber ich finde auch, dass 500 Milliliter Flasks passen jetzt gut hinein. Genau, ich finde auch, dass das so ein bisschen ausgepolsterter der Bereich ist und ein bisschen sich bequemer anfühlt. Ein bisschen dicker vom Gefühl, nicht das jetzt negativ, aber ich finde, man merkt, dass es ein bisschen mehr Stoff ist, wenn ich sagen soll. Aber es hat immer noch alle Vorteile, die es vorher auch gehabt hat. Also diese, wo du bei der ersten Hose das irgendwie verbummelt hast, dass das überhaupt existiert. Diese Aufnahmen für die Startnummer zum Beispiel, ja, die man einfädeln kann, haben sie immer noch. Also alles, was wir an der ursprünglichen Hose cool gefunden haben, ist da und es ist gleich gut oder besser. Der Unterschied ist schon, sie ist um ein paar Euro teurer. Es gibt die anderen Hosen immer noch, weil es gibt wahrscheinlich eine Sorte Mensch, die diese neue Hose nicht so geil findet wie die normale T-Sherpa.
weil das ist die T8 Ultra Sherpa und die andere ist die T8 Sherpa. Und diese Ultra-Version hat einfach einen breiteren Gurt oben. Und wenn jetzt irgendjemand einfach auf diese minimalistischen Split-Shorts steht oder so, also auf möglichst wenig Stoff, dann kann es natürlich sein, dass er sagt, hey, das ist mir einfach zu viel Hosen. Ich möchte bitte mehr nackt laufen. Aber ich finde eben nur im oberen Bereich, da quasi im Verstaubereich, unten drunter quasi, also die Hose, der Stoff quasi, der den Bein bedeckt, der ist nach wie vor noch immer wenig Stoff und fein, aber doch auch irgendwie genug da, dass du dich jetzt nicht irgendwie dass du Angst hast, dass du jetzt treist oder was weiß ich. Also ich finde, es ist dort, wo es ein bisschen mehr braucht, ist mehr da, aber ansonsten ist trotzdem irgendwie eher minimalistisch unterwegs. Ja, finde ich. Also, und die Hose an sich, wenn man sie vergleicht mit Vergleichsmodellen anderer Marken, du kriegst sie bei uns jetzt da um knappe 80 Euro und die Unterhosen für 20 Euro. Das, also da zahlst du für so Innenhosen, Außenhosen Kombis bei anderen Marken gleich oder mehr zum Teil, wenn du ähnliche Qualität haben willst. Weil ich muss sagen, qualitätsmäßig, ich hatte mit diesen Hosen noch kein Problem. Und der Vorteil ist, auch wenn du die Unterhose quasi schon hast, kannst du dir einfach nochmal die Überhose dazu checken und kannst quasi mit der alten Unterhose laufen und mit der neuen Überhose. Also das ist nach wie vor noch immer wunderbar kombinierbar. Genau. Hast du dem sonst noch irgendwas hinzuzufügen, Peter? Nein. Also ich war von der alten Variante schon begeistert und ich bin auch von dieser Variante begeistert. Ich würde wirklich den Unterschied sehen, dass die Ultrahose genauso, wie sie eben heißt, auch für lange Strecken funktioniert und ich glaube auch für so 40 Kilometer, 50 Kilometer Rennen kannst du mit dieser Hose dir es echt überlegen, wenn jetzt die, je nach Pflichtausrüstung, wie viel, dass du nicht in der Hose schon unterbringst, ob du einen Rucksack brauchst und ob das nicht mit einem 2 Liter Rucksack funktioniert. So Golden Trail, bei mir nicht World Series, aber so Golden Trail Series Geschichten kannst du, glaube ich, auch nur so laufen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das ist auch eine Hose, die ich mir grundsätzlich zu meinen Ultrazeiten gewünscht hätte, weil ich hatte immer diesen Gurt und den hast du quasi über der Hose drüber gehabt und der verrutscht da irgendwann einmal und das wird dann irgendwann unangenehm. Und du kannst die Taschen, die du dann in deiner Hose hast, nie wirklich benutzen, weil der Gurt drüber ist. Das heißt, du bist immer auf das beschränkt, was der Gurt dir bietet. Und der war am Anfang angenehm, aber er ist halt irgendwann mit der Zeit, ist er da immer verrutscht. Und wenn du das jetzt quasi in der Hose integriert hast, also das war eine Hose, die ich mir vor ein paar Jahren gewünscht hätte, während meiner intensiven Ultrazeit, weil die hätte ich definitiv gelaufen und nur gelaufen, wäre nur die gelaufen. Also, große Empfehlung. Genau. Ja. Soweit zum Test, oder? Soweit zum Test. Was wir uns auch angeschaut haben oder anschauen durften, war Suunto hat jetzt mittlerweile schon vor drei Wochen, glaube ich, eher, um genau zu sein, ein neues Feature zur Verfügung gestellt, über das wir gerne sprechen würden. Und zwar ist das Suunto Zone Sense. Ich versuche mal ein bisschen grundsätzlich auszuholen, was das Ding versucht und dann quasi wie du, der da jetzt zuhört, das quasi nutzen kann, unter welchen Umständen das nutzbar ist und wie auch immer. Grundsätzlich versucht man ja sehr, sehr allgemein und ein bisschen simplifiziert zu sagen, dass man im Training Trainingsreize setzt über gewisse unterschiedliche Trainingsintensitäten, dass ich quasi im aeroben und im anaeroben Bereich trainiere, um dadurch quasi Reize zu setzen und dann über kurz oder lang besser zu werden. Und es gibt eben die aerobe Schwelle, bei der ich hauptsächlich quasi durch den aeroben Stoffwechsel, also durch Sauerstoff quasi die Energie bereitstelle. Und dann gibt es die anaerobe Schwelle, wo quasi das Laktat schneller akkumuliert wird, als es quasi abgebaut wird. Soweit. Und dann kann man diese Schwellen kann man halt messen. Und wenn man das oft macht, ist eben über Laktattests oder über Spiroergometrie. Das heißt, ich gehe irgendwo hin, zahle denen dort
Geld, nicht wenig, stelle dort meine Zonen fest oder meine Dings fest und kann dann eben irgendwie danach trainieren, indem ich dann weiß, okay, bei ungefähr dem Tempo bin ich in der Zone oder bei ungefähr dem Herzschlag bin ich in der Zone. Und dementsprechend kann man dann seine Reize setzen. Jetzt ist es natürlich, wenn, so wie die meisten es jetzt tun, die das nach Herzfrequenz machen, ist Herzfrequenz super. Und wir haben alle, glaube ich, nach Herzfrequenz hauptsächlich trainiert. Aber Herzfrequenz hat natürlich den riesen Nachteil, dass schlafe ich schlecht, habe ich plötzlich 5 Schläge mehr. Schlafe ich gut, habe ich denselben Reiz mit 5 Schlägen weniger. Und das ist sehr, sehr, also die äußeren Umstände beeinflussen das natürlich sehr stark. Und dementsprechend kann ein anaerober Reiz an dem einen Tag quasi, ich sage jetzt nur Zahlen, quasi bei 160 Puls sein und am anderen Tag, weil ich schlecht schlafe oder was auch immer, ist es halt höher oder niedriger, je nachdem, wie es halt ist. Und das macht kann die Trainingssteuerung natürlich etwas ungenauer machen, weil ich das nie ganz kontrollieren kann oder nie ganz messen kann oder nie ganz genau weiß, was an dem Tag quasi, mit welcher Trainingsintensität ich eigentlich wirklich trainiere. Genau. Und was dieses Zone Sense jetzt bietet, ist quasi, dass das quasi auf deiner Uhr, die mit der das misst quasi die Herzreaktion in Echtzeit, die Herzreaktion auf Trainingsintensität in Echtzeit und soll dir somit damit helfen, dass du quasi an dem Tag, zu dem Zeitpunkt weißt, in welcher Trainingsintensität, also aerob oder anaerob, ich mich bewege. Moment, lass mich kurz einhaken, damit nur, um es zusammenzufassen, ob ich verstanden habe, was du geredet hast. Hack mal ein. Das heißt, du hast eine grundsätzliche Zoneneinteilung, die wir halt alle so kennen, mit, wow, meine Zone 1 geht bis dorthin, meine Zone 2 geht bis 140 Puls, meine Zone 3 bis 160, keine Ahnung, irgendwas. Mein Maximalpuls ist bibidi-babidi-bub, keine Ahnung, 195, warum auch nicht. Und dadurch, dass das Ding einfach den ganzen Tag und die ganze Nacht misst, was du halt sonst so tust, im Sinne von, wie gut habe ich geschlafen, wie ist mein Ruhepuls an dem Tag, wie ist mein Erholungsstatus und so weiter und so fort, berechnet es dir deine Zonen oder Belastungen für den aktuellen Tag? Nein, absolut. In der Einheit zeigt es dir an, ob du aerob oder anaerob trainierst. Ja, das meine ich ja. Aber sagt nicht auf nicht, diesen Tag nicht, bezogen, nicht, nicht deine grundsätzlichen Werte, oder? Nein, in der Trainingseinheit, du könntest, soweit ich das verstanden habe, und wenn das irgendwer anders versteht, berichte mich, du könntest die Uhr den ganzen Tag nicht tragen, du tragst nur die Einheit und das sagt, ob du in dem Moment aerob oder anaerob trainierst. Ja, aber losgelöst von deinen grundsätzlichen Werten, sondern einfach, er bewertet diese Einheit mit deinen Werten, die du sonst so jetzt gerade hast. Er sagt dir in diesem Moment über die Herzfrequenzvariabilität, ob du aerob oder anaerob trainierst. Ja, genau. Jetzt hast du das Richtige gesagt. Ja, danke. Der Clou ist, dass die Heartrate-Varianz gemessen wird, zusätzlich. Und nicht nur gemessen, sondern eben auch ausgewertet. Weil das ist, glaube ich, der Key-Benefit im Vergleich zu allen anderen. Da wird sie auch gemessen, aber wird halt nicht zur Live-Auswertung herangezogen. Ich benutze schon seit Jahren doch Runalyze. Und wenn ich da mit einem Pulsgurt gelaufen bin, dann ist immer die HRV mit erfasst worden und konnte man auslesen und so weiter. Nur habe ich es da halt erst hinterher gesehen, was das für ein Training war. Und nicht live, wie es jetzt bei den neuen Suunto-Uhren möglich ist, während des Trainings. Richtig? Ja, und also mit Einschränkungen. Mit gewissen Einschränkungen. Das heißt, du könntest dann, wenn du einen, ich mache eine lange Trainingseinheit und ich will definitiv
aerob trainieren, das heißt, ich will niederschwellig, damit ich hauptsächlich mit Sauerstoff meine Energie bereitstelle, dann sehe ich das auf der Uhr. Dann kann ich bei Intervallen sagen, quasi, ob ich in den anaeroben Dings komme. Aber da ist halt die Einschränkung zum Beispiel, das geht nur bei Intervallen so ab 2 bis 3 Minuten. Das heißt, wenn du so 1-Minuten-Intervalle machst, dann geht das irgendwie nicht. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig erklären, warum das nicht geht, aber das wird definitiv von Sun Tzu so gesagt, dann, das geht nicht. Das Intervalle müssen mindestens 2 bis 3 Minuten lang sein. Ah, es ist kurz quasi. Ja, ja, naja, das Problem, haben, gibt, ja, das Problem hast du ja auch bei Herz, wenn du eine Vorgabe vom Trainer kriegst, zum Beispiel, du machst Bergsprints mit 10 bis 15 Sekunden und dann steht drinnen Maximalpuls. So schnell kannst du gar nicht ansprinten, ja, quasi, dass der Puls reagiert, bis der Intervall aus ist. Also genau, das geht sich einfach von der Reaktion deines Körpers nicht aus. Und das kann man schon vorstellen, dass die auch sagen, hey, ich brauche ein Minimum Zeit zur Messung, dass ich da sagen kann, wie du drauf bist. Ja, also sie sagen quasi, dass die Anstrengung nicht lang genug anhält, um die Intensität genau darzustellen. Dann rein grundsätzlich, jetzt das ist quasi kein Feature, das jetzt per se auf eine Uhr beschränkt ist, sondern das kann man sich im Sun Tzu App Store, quasi kann man sich diese App, ist es glaube ich technisch gesehen, herunterladen oder installieren oder wie auch immer. Was sie auch sagen ist, dass es mit keinen optischen Herzfrequenzgurten möglich ist oder wirklich sinnvoll geht, weil die Abtastrate, in der die quasi die HRV messen oder die Frequenz messen oder was auch immer, ist zu ungenau oder ist es irgendwie nicht so optimal, dass es für diesen Algorithmus, den sie da entwickelt haben, passt. Den haben sie ja in Kooperation mit irgendeiner Universität ist der entwickelt worden, der soll halt eben so bahnbrechend sein, weswegen das jetzt erst quasi möglich ist, dass ich quasi diese HRV-Werte live ausmesse und dadurch Rückschlüsse auf die Intensität ziehen kann. Die Universität Tampere war das. Genau. Die das Unternehmen Monicardi gegründet haben. Genau. Und es geht auch erst ab der Sun Tzu 9 Peak, weil ich habe derzeit eine Sun Tzu 9. Und deswegen, also du kannst es mit diesen Uhren, glaube ich, nachträglich die anzeigen lassen und auswerten lassen. Und die sagen dir im Nachhinein quasi, in welcher Trainingsintensität du warst. Aber dass du dir das quasi live an der Uhr, während du läufst, anzeigen lassen kannst, geht eben nur ab 9 Peak und aufwärts. Ja, also die Race Counts, die Race S Counts, die Vertical Counts, also alles, was du so in den letzten 2 Jahren neu am Markt gesehen hast, die können das alle. Weil Sun Tzu hat ja normales einen Softwarestand. Genau. Und was man auch noch wissen muss, ist, dass diese Auswertung erst ab 10 Minuten, also du musst erst 10 Minuten laufen, bevor das sinnvoll ausgewertet werden kann, weil der Zone Sense DDVA Index, das ist der Dynamical Detrended Fluctuation Analysis, die kann während der ersten 10 Minuten nicht mal gemessen werden, nicht genau gemessen werden. Und dass sich der Körper da typischerweise aufwärmt, ja, ist die Echtzeitmessung. Während dieser Zeit zeigt es keine Daten an. Also wenn ihr das was jetzt ausprobieren wollt und ihr die Uhr habt, ihr keinen optischen Brustgurt habt, also ja, keinen optischen Brustgurt habt und euch dann wundert euch nicht, es sollte nach 10 Minuten dann was anzeigen. Mhm. Aber wir werden an dem Thema auf jeden Fall dranbleiben und das auch im Live-Betrieb nochmal genau uns anschauen, oder? Genau, also aufgrund von Dings ist es jetzt eben nicht ausgegangen, dass wir das jetzt schon quasi testen können, damit wir auch sagen, wie gut das funktioniert oder ob das wirklich gut funktioniert, weil rein grundsätzlich, und ich habe auch in Trainer mal kurz gequatscht, also wenn das alles so stimmt, was sie sagen und wenn das quasi die Versprechen wirklich so halten kann, wäre das schon ziemlich geil. Also explizit quasi für meinen langen Lauf, für quasi weiß ich nicht, ich habe so Endbeschleunigungen und eben für längere Intervalle, ist das wirklich, wäre das wirklich ein super Werkzeug, um quasi in der richtigen Intensität, unabhängiger von meiner Tagesverfassung, zu trainieren. Weil dann könnte ich sagen, okay, ich will meinen langen Lauf wirklich aerob trainieren und dann ist es
dann ist die Herzfrequenz halt die Herzfrequenz, die es an dem Tag ist. Ja. Und durch das sehe ich dann, dass ich aber in der richtigen Intensität bin. Ich bin auch sehr gespannt, wie das funktioniert in einem Wettkampf zum Beispiel, dass du näher nach Herzfrequenz das einteilst, weil das wird ja gerade, wenn die Distanzen länger werden, musst du ja eigentlich eh schon nach gefühlter Anstrengung gehen, weil die Herzfrequenz nach ein paar Stunden ja random ist im Endeffekt. Weil durch diesen kardiovaskulären Shift geht sie einerseits nach oben, andererseits kannst du die Power nicht mehr bringen, dann geht es wieder nach unten, dann kriegst du irgendeine Vorgabe oder nicht. Gefühlt ist es bergauf sowieso brutal anstrengend. Also da sind so viele Faktoren dann drinnen, dass du eh nur mehr hinschätzen kannst. Und wenn dann die Uhr über die HRV dir helfen kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus eine relevante Größe sein kann, in wie ich mein Pacing in einem Wettkampf steuern kann, wenn es länger wird. Weil du hast ja keine kurzen Intervalle drinnen. Also das war auch mein allererster Gedanke. Also ich habe vor allem an lange Trail-Wettkämpfe gedacht, wo du wirklich schauen willst, dass du auch von der Intensität wirklich unten bist, ja, damit du dich nicht überpowerst. Ja. Oder den gleich hältst. Also einfach, ja. Die Pace änderst zwar immer, aber schaust, dass du einfach eine möglichst gleichbleibende Intensität hinkriegst oder so. Weil du vielleicht so ein bisschen das damit erreichst, was wir mal geglaubt haben, dass man vielleicht mit Wattmessung erreichen kann, dass du eben deine Intensität über bergauf, bergab so auf einem relativ konstanten Niveau halten kannst. Und genau. Und genau. Was ich halt auch was wir auch wissen, dass das jetzt dann mit Watt nicht gescheit funktioniert, weil es gibt ja, wenn du bergab laufst, also dass du bergab die Watt zusammenbringst, die du bergauf, der du bergauf ansagst, also so flott sind wir alle miteinander nicht, dass wir das reinlaufen, was der an Watt von dir erwartet. Und ich muss halt auch sagen, wir haben halt jahrelang irgendwie schon gesagt, dass das Garmin da so ein bisschen einen Vorteil hat damit mit diesem ganzen Feature-Set. Und wenn das, also wie gesagt, wenn das wirklich funktioniert, ist das ein Feature, wo ich sage, da muss man ordentlich umdenken, ob man nicht vielleicht doch, wenn man kompetitiv ist und wenn man bei den langen Geschichten vielleicht sich da ein paar Prozent mehr aussuchen will, ob nicht dann die Wahl der Uhr einen entscheidenden Vorteil macht. Weil so cool dieses Climb-Feature ist, aber ich sage mal, auf den eigentlichen Output im Rennen hat das semi eine Auswirkung oder nicht, wäre die Auswirkung nicht so stark, wie das vielleicht dieses Feature wäre. Und deswegen finde ich es extrem spannend, das mal auszuprobieren und wirklich mit dem ein bisschen zu hantieren und schauen, ob das wirklich auch so gut funktioniert, wie sie angepriesen haben. Ja, und wir haben ja die Race Assets dann neulich auch im Test gehabt, ein paar Folgen schon her. Also das, was Sunto vor ein paar Jahren ein bisschen falsch abgebogen ist, glaube ich, weil sie versucht haben, soweit sie das nachvollziehen kann, quasi Garmin ein bisschen zu kopieren. Wir brauchen diese und jene Funktion auch und diese ganzen Eutox-Convenience-Geschisti-Geschasti-Funktionen. Und jetzt, da sind sie in den letzten, lass es 2-3 Jahre sein, wieder sehr zurückgekommen auf, hey, warum haben Menschen eigentlich sich damals schon für Sunto entschieden? Langer Akku, sehr reliable, die Funktionen, die wir haben, funktionieren sehr gut und sie sind für Outdoor-Abenteuer und für Wettkampf da. Und ich glaube, das ist auch genau das Marktsegment, wo die Menschen, die Sunto-Uhren tragen, auch erwarten, dass das diese Uhr ist. Und damit sind sie, glaube ich, jetzt da echt auf einem guten Weg. Ja. Was ich noch hinzufügen wollen würde, ist, dass das grundsätzlich, auch wenn wir es natürlich jetzt vor allem unter dem Aspekt des Laufens betrachten, aber nicht nur fürs Laufen verwendbar ist, also es kann Radfahren und so Gott will, kann ich es auch beim Schwimmen benutzen. Also es ist nicht nur auf diese eine Sportart funktioniert das, sondern es funktioniert quasi bei jeder Ausdauersportart, so wie ich das verstanden habe. Genau. Super. Cool. Also ich bin schon sehr gespannt und freue mich, nochmal darüber berichten zu dürfen. Yes, wir freuen uns schon sehr drauf. Keep us updated. Und vielleicht können wir uns das mit einer neuen Sunto-Uhr eben mit Herzfrequenzgurt und so einmal auch im Live-Betrieb von dir anschauen und anhören. Sehr gut. Gut. Ja, was mich da besonders interessieren würde, wäre schon das Wettkampf-Feature.
Und wie der Flo das dann im Wettkampf bewertet. Ja. Kann die Uhr dem Flo helfen, die Ziellinie zu erreichen? Das glaube ich, das wäre was wir uns alle wünschen würden. Flo, ja, da genau. Musst du aber schauen, dass der Wettkampf länger geht als 10 Minuten. Als 10 Minuten. Sonst schafft es die Uhr nicht. Das heißt, ich muss absichtlich langsamer laufen. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Also kein 800-Meter-Wettkampf, bitte. Wobei, wenn du dich bemühst, schaffst du, dass der länger als 10 Minuten dauert. Zum Glück reden wir schon lang genug. Ich würde diesen Podcast jetzt einfach hier an dieser Stelle beenden. Der Rest ist uninteressant. Ich mag ihn nicht. Ich überlege mal, ob ich das überhaupt noch weiter will. Ich glaube, ich komme jetzt wieder mal ein halbes Jahr nicht, weil jetzt mal, das ist nicht nett von euch. Das ist wirklich nicht nett, dass ihr nach all den Jahren noch immer diesen Wunden rührt. Zeugt einfach davon, dass ihr keine Freunde seid. Ja. Und, du, wir warten einfach seit Jahren. Na, oh ja, natürlich. Zielbanner. Beidseitig gespannt. Ja. Und hoffen einfach, dass du irgendwann einmal durchlaufst. Du, Jordi, brauchst nicht reden. Du, Jordi, brauchst nicht reden. Du hast mich heute schon nicht als Freund bezeichnet in einer Chatgruppe. Mit dir habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen. Unmöglich. Und das nach all dem, was Burgers auf uns gegeben hat. Mir wurde mein Handy geklaut. Mir wurde mein Handy gestohlen. Ja. Und ich dachte, Burgersdorf hat uns zusammengeschweißt. Liebe Leute, Autokorrektur, verdammte Autokorrektur. Liebe Leute, haben wir dem heutigen Tag, der heutigen Folge noch etwas hinzuzufügen? Nein, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich will schlafen. Nein, ich auch nicht. Ja dann. Ich auch. Meine Damen, meine Herren, habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen guten Morgen. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Servus. Pfiat euch.